So, Leute, da sind wir beim nächsten Spiel. Und wie immer habe ich den nochmal dabei. Polim, polim. Und wir gucken uns heute an UB Ninjas gegen WW Pall. Ja, WW Pall. Wird erst mal ein Pall gebaut. Ja. WW Pall, der Westerwald Pall. Weil Westerwald, wunderschön. Ja. Da kommt der innere Monk. Eine Legacy-Version von Mardu Pyromancer. Ja, ist ein relativ schönes Deck tatsächlich. Ja, finde ich auch. Discard, Token, je nachdem welche Version es ist. Und ja. Burn. Genau, und auf der anderen Seite UB Ninjas, also eine Menge Ninjas und eine Menge Topta. Und der Rest sind Counter und Removal. Und Cantrips. Und Cantrips, weil man spielt blau. Okay, ich sehe schon Onitopter plus eine Funry plus eine Ninja. Das ist schon lecker. Strong. Auf der anderen Seite sehe ich eine Inquisition, Lightning Bolt, Lingering Souls. Noch irgendwas Rotes. Bam. Fick dich. Erste Runde 4-4er auf Bord gelegt. Kann man mal machen. Potenziell ein 4-4er. Ja. Das ist halt kacke. Man hat zwar einen Bolt auf der Hand, aber man kann hier nicht mehr reagieren. Ja. Ja. Geht man einfach direkt in den 4-4er. Kann man direkt machen und dann. Da fehlt schon wieder der Token. Ja, das wird die nächsten paar Wochen öfter passieren. Zwei schwarze? Ja, das ist natürlich. Das ist bitter. Auf der anderen Seite kann man jetzt dann natürlich gleich hingehen, kann einfach einen Servo erstellen für 2 Mana. Ja, das stimmt. Gut, wenn der WW-Pall-Spieler jetzt hier so. Kostet 9-1er. Ja. Ja. Pyromancer, ein paar Spells, alles weghalten, das ist schon. Ist der schön. Ja, ist Outboarder. Muss auch noch rauspacken. Fetchland. Das macht schon wieder wesentlich besser, weil das kann man einfach mit dem Servo, oder? Blockt man da? 4-4 und dem Servo, wenn der Servo nicht geblockt wird, geht man den Linie zu. Ja, ich wollte kurz sagen, das ist safe. Ja. Mehr Basics. Ich weiß gar nicht, ob die Version von WW Pall aktuell Wasteland spielt. Ich glaube ja. Bin mir nicht sicher. Und da kommt eine Yuriko, der legendäre Ninja. Der jetzt 0 spielt. Das heißt im Endeffekt. Ja, man hat 1-1 dasselbe gemacht. Tried so hard and got so far. Hätte man halt 9 Damage geschossen schon in der Runde. Hätten auch potenziell. Bis jetzt schon, ich glaube, 5 Damage mehr sein können. 5 Damage ist maximal, was mehr sein kann, genau. Ja, ich hatte auch einen Delph-Zerstörer gesehen, der hat doch mehr, oder? Nee, der kostet 5. Aber es ist halt kein Mogtide drin, der irgendwie 7 kostet. Ach so, stimmt. Genau, ja. Fetch hier auf einen Basic. Jetzt haben wir 3 Mana. Was kann man jetzt mit 3 Mana in der Situation machen? Lingering Souls. Bolt. Cool. Inquisition, Bolt, alles mögliche. Inquisition Bolt soll auch eine Idee. Ja. Push Bolt. Ja. Oh, Narset. Der dreiste Langfinger. Der Murderous Cut. Den kriegt man auf jeden Fall nicht. Nee, hier gibt man den. Den Brazen, ja, die Narset tangiert einen gar nicht. Nee. Dann könnte man noch einen Bolderino casten. Das ist sogar ein Shake. Ne, das ist ein Lightning Bolt. Ja. Jetzt natürlich das Problem, jetzt hat man natürlich 5 Mana auf, also gegeben für den Murderous Cut. Für den Cut. Ja. Ja. Da wird noch zerstört und dann. Ja, eklig. Hat man halt als Gegner noch ein 4-4er auf dem Board. Das tut weh. Hier wird direkt gefetcht. Okay, okay. Für Blau, für Narset. Für Narset, ja. Ja, Narset Mainboard ist aber hier auch irgendwie ein bisschen ungewöhnlich, oder? Ja, normalerweise spielt man die eher nur im Sideboard. Außer man hat vielleicht einfach vergessen, was man in der Liste gespielt hat und hat einfach irgendwie noch einen 60. Slot reingeknallt. Was in diesem Fall die Narset war. Ja, Murktide hast du ja nicht. Ja, also Misdirection drin. Ja. Es gibt ganz, ganz viele verschiedene. Misdirection ist eine schöne Karte. Und natürlich noch der wunderschöne Ninja, der sich verdoppelt. Ja, der schlingelnde Ableicher-Ninja vor. Ja, genau das. Oh Gott, wie heißt der nochmal? Ich weiß es gerade gar nicht. Naga Mist vor? Okay, ich weiß es auch nicht mehr. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben? Dankeschön. Gut, wir haben jetzt hier natürlich die Frage, hat man jetzt hier irgendwas in der Richtung. Man bräuchte halt jetzt schon irgendwie ein Hard Removal, so ein Push.
Dem Moment. Könnte jetzt halt die Narset hauen, könnte dann das Krolagan spielen von der Hand, was ich gesehen habe. Irgendein Opfereffekt wäre jetzt auch okay. Ja. Season Pyromancer? Season Pyromancer sind auch drin, glaube ich. Aber auf jeden Fall ist es so, dass das Krolagan da eben rumschimmert. Da ist noch eine Inquisition. Die bringt nichts. Okay, wenn man K-Command hat, ist natürlich Premium. Da kann man ein Artefakt zerstören und den Pyro auf die Hand zurücknehmen. Ja. Oder die Narset schießen. Ja, das ist natürlich die Frage, ob man hier einfach die Narset schießt. Aber ich glaube nicht, dass man die Narset schießen muss. Man haut die jetzt einmal gleich für eins. Ja. Und dann ist gut. Und dann nehme ich Switch den Pyro auf die Hand nehmen. Der Rest macht keinen Sinn. Ja. Die eine Handkarte, die der Gegner noch hat, die ist an. Ah, das sind drei. Das ist Season Pyromancer auf der Hand, richtig? Ja. Ja, Discard, glaube ich, sogar. Ne? Nee, es ist, glaube ich, eine Retrofitter. Was? Ja, zwei Retrofitter. Ja, okay, drei stimmt. Mana, vier Vierer. Ja, stimmt. Explodiert immens mit den Dingern. Das war drei Mana, 1-1er. Boah. Auf die Frage ist halt jetzt, was kann da kommen? Das ist eine coole Frage. Ich glaube, hier wird einmal ganz kurz darüber über die Choice diskutiert, die man hätte, die man haben konnte. Dann Narset minus. 3, 4. Na. Push. Das macht natürlich den Pyro auf der Hand ziemlich madig. Ja. Den Token auch. Yes. Push und Langfinger auf der Hand. Richtig? Ja. Petty Fifth noch. Yes. Ha. Auf der anderen Seite, Pyromancer kann halt hier relativ lange blocken. Plus oh, du kannst den Petty Fifth gleich sogar spielen und also bouncen und spielen. Boah. Ist ja widerlich. Ist die Frage, ob man das muss. Ja, ist die Frage, ob man das muss, aber dann hat man nächste Runde auf jeden Fall drei in der Luft. Dann hat man eine Two-Tone-Glock liegen. Außer man zaubert sich da einen mit der Retrofitter Foundry zurecht. Plus, wie gesagt, die Lingering Souls sind ja auch noch im Gegnerhand. Stimmt. Und mit denen muss man immer rechnen im WWPal. Das stimmt. Ja. Zwei Mana Pyro. Und dann. Dann kommt die E-Inquisition. Here we go. Ja, ist die Frage, ob man die nicht hätte vorher spielen sollen, wenn man den Push kannte. Das stimmt. Ob man es höher evaluiert hat. Ich glaube, man hätte wirklich den. Und dann spielt man einfach den Petty Theft und also den Brazen. Brazen aus. Und dann hat man halt einfach gar nichts gemacht mit der Inquisition. Das ist natürlich ein Smog noch auf der Hand. Das heißt, es könnte relativ schnell zu Combo kommen. Wenn Pardon. Noch eine Karte kommt, ja. Ja, und ein Mana. Oh, da ist ein Ninja. Da ist ein Ninja. Vor allem der Ninja geht dann jetzt gleich den Petty Theft zurück auf die Hand nehmen. Beziehungsweise den Brazen Borrower. Das ist schon geil. Und das ist schon geil. Und zieht eine Karte. Yes. Man hat jetzt einen Ninja immer gezogen. Noch, ja. Das heißt, man hat jetzt immer noch die Möglichkeit, was zu bouncen. Was echt stark ist. Ja, ist jetzt natürlich die Frage. Macht der Gegner jetzt noch großartig was oder ist das rum? Uff. Das ist auf jeden Fall eine Menge Verteidigung. Aber hier gibt es wenigstens Tokens für. Wunderschöne Tokens von Tokens von TG. Stimmt, die sind genau wie die Playmat. Ja, jetzt hat man auf jeden Fall genug Blocker erstmal liegen. Ne? Ja. Also zumindest mal für mindestens eine Runde. Weil der 1-1er, also die Resurfitter kann ja jetzt noch einen 1-1er bauen. Oder man bounced jetzt halt einen von den Token einfach. Aber weiß ich gar nicht, ob ich das hier würde. Nee. Ich denke, ich würde hier einfach weiter reinschwingen, auf was Richtiges hoffen. Das waren Thoughtseize auf der Hand, wenn ich es richtig sehe. Old Border Thoughtseize. Immer dieser Old Border. Boah, das WW-Pal ist mittlerweile richtig schön. Richtig Old Border, meinst du? Rüsch Old Backen. Ja, hier macht man noch einen 1-1er. Wird ein 1-1er gemacht? Okay. Mehr 1-1er, mehr gut. Ja, okay, mit dem kann man halt reinhalten und der Gegner muss ihn blocken, ansonsten ist er üben. Man hat hier jetzt halt drei Kreaturen, mit denen man angreifen kann. Und, wenn man jetzt halt jetzt schon einen bouncen kann, kann dann die Yuriko benutzen, kann das halt üben sein. Wenn man sie hat. Ich glaube, das ist halt einfach egal, wie du blockst. Ja,
hier macht man einfach eins ins Flieger draus. Ja, da macht man eins ins Flieger draus, stimmt, ja. Die beiden sterben. Dann hat man noch drei Mana zum Enttappen, kann die noch tappen und dann hat man sogar noch ein blaues oder ein schwarzes übrig, je nachdem, was man haben will. Oh, da, man spielt einfach den. Hardcast Ninja. Oh, das ist halt ein bisschen schwierig, ne? Der Gegner hat jetzt noch vier Leben. Du kannst jetzt einen zweiten 4-4er machen, dann hast du da noch... Ja, das ist Also wenn der jetzt keinen Removal hat... Braucht sie, es gibt noch 100 auf zwei Leben. Das hätte ich jetzt überhaupt nicht mehr gespielt. Da kann man jetzt den dreisten Langfinger wegnehmen. Brainstorm. Ja, okay, weil es eh egal ist jetzt mittlerweile, weil das ist Chain of Smog. Ja. Auf den Gegner. Warum? Weil man es einfach nur noch macht. Ich glaube, man hat die endlich schon aufgegeben. Man könnte auch einfach schieben, aber man spielt lieber noch ein paar Magic Karten aus. Warum? Ja, da bin ich schon. Ich wollte gerade sagen, was passiert da? Ja, 1-0 Ninjas. Das, was man erwartet hat. Glaube ich nicht. Nee, eigentlich hat WW Pal genug Removal, ja. Aber Ninjas hat halt einen. Der kam ja noch nicht mal ein Counter bei rum. Nee, aber die Retrofitter. Ja, die Retrofitter ist sehr, sehr stark gegen WW Pal, wenn es nicht direkt mit einem Kolaganz geantwortet werden kann. Ja, weil die sich halt total stark aufbaut. Mhm, das stimmt. Ja, Sideboarding, WW Pal, wahrscheinlich Nullrod. Nullrod, zerstören Artefakte, das schießt drei Schaden. Ja, in der Richtung. Hat der noch ein K-Command im Side? Nee, ich glaube nicht. Grundsätzlich ist im Sideboard, glaube ich, noch ein bisschen was an normalem Removal drin, was man gut benutzen kann. Hm. Aber sonst weiß ich nicht. Blood Moon weiß ich nicht. Ich glaube nicht. Hm. Ninja könnte Back to Basics reinnehmen. Ja, aber gegen WW-Pal weiß ich noch nicht. Ja, es sind eine Menge Duels drin, tatsächlich. Stimmt. 6-7 Duels sind drin. Man könnte versuchen, irgendwie ein bisschen mehr an Removal, so Eliminate reinzunehmen. Ja. Was hat man noch im Zeug, obwohl es muss kommen überlegen? Man hat halt selber einen Nullrod. Oder sowas in die Richtung. Das macht, bringt aber nichts. Blue Elemental Blast oder Pyroblast, wenn man hat. Ja, das ist korrekt. Ja, und irgendwelchen Removal halt, ne? Vielleicht ein D-Large oder... Oh ja, Mass Removal. Mass Removal ist meistens drin. Der Force of Despair. Der schwarze Force. Der schwarze Force, genau. Der kann halt mal auf einmal ganz viele Blocker aus dem Weg räumen. Ja, hin und wieder mal auch sehr gerne gespielt. Hier haben wir einen Mulligan von WW Pallen. Und eine volle 7 von Ninja. Das ist halt schon nicht so geil. Ja, vor allem nicht, weil der WW-Pal-Spieler anfangen und anscheinend auch Mulligan auf 5 hat. Ja, Mulligan auf 5, sehr, sehr eklig. Aber gut. Ja, okay, da war ein Pyro in der Hand. Das heißt, man kann sich vielleicht sogar stabilisieren, ne? Stabilisieren. Ja. Die Hand wird generell nicht so schlecht mit dem... Inquisition ist schon ein guter Start. Damit kann man beim Ninja viel kaputt machen. Ja. Land. Buff. Force, ja. Push, top da. Ja, dann nehmen wir den top da. Was eine komische Hand. Die Hand ist echt. What the fuck? Das Problem ist, du musst quasi schon den top da nehmen. Ja. Außer du hast einen Removal dafür. Selbst dann möchtest du den top da nehmen, damit du der Gegner nicht irgendwie schnell die ganze Zeit damit treibt. Aber nein, hier wird ein Push genommen. Ich hätte halt auch jetzt, wenn ich den Removal hätte, hätte ich den Push genommen. Ja. Das Problem ist halt, wenn er jetzt anfängt mit... Oh, ich dachte gerade schon, er hat einen Retrofitter. Ja, Retrofitter wäre jetzt richtig mies. Ja. Das wäre richtig doof. Wir haben gerade eben schon gesehen, wie hart das Mangan das ist. Da sehe ich auf jeden Fall einen Bolt. Aber ein Bolt ist halt nicht genug. Spielt man ja einfach den Pyro in den Push rein? Ich glaube nicht, oder? Nee, der frisst doch einfach nur den Removal. Frage ist halt jetzt, nimmt man jetzt da den Changeling oder den Topter? Changeling. Auf jeden Fall den Changeling. Ja, stimmt. Er ist auf der einen Seite Topter für Retrofitter, auf der anderen Seite ist er Ninja für Ninja. Und wenn da jetzt ein Yuriko oder ein anderer Ninja von oben kommt, sind das halt mal zwei Trigger statt einem Trigger. Ja, der synergiert viel besser mit den meisten Karten im Deck, also mit den meisten Kreaturen. Ja. Und für die Retrofitter ist er egal, weil er ist ein Top da. Genau. Den kann man dann aber auch einfach als Servo opfern. Ja, wenn man unbedingt möchte. Habe ich, glaube ich, sogar schon gemacht, weil es relevant war. Ja, um Fliegen zu bekommen, zu blocken wahrscheinlich. Ja. Ja. Pyro. Da spielt man echt einfach ein Pyro. Uff. Uff.
Da will man unbedingt den Remove. Ach du Scheiße. Oh, jetzt passiert gar nichts mehr. Hier vor allem hat man jetzt zwei einen Kloppt auf dem Board. Ja, ja. Das heißt, man muss jetzt hier den Artefakt ziehen als. Was man jetzt, was er jetzt natürlich noch hätte haben könnte, wäre der mit Replicate. Mhm. Da ist jetzt überhaupt die Frage, ob der überhaupt was bringt. Du kannst es lassen. Du kriegst nichts weg. Ich glaube, es wurde ja auch gerade realisiert. Ja. Ja, es ist so ein bisschen. Wenn das Deck bei Force spielt. Nämlich bei Force Meltdown. Stimmt. Oh mein Gott. Meltdown wäre jetzt halt richtig. Die 50-Cent-Karte, die auf einmal 5 Euro kostet. Yes. Ist halt auch irgendwie so eine Karte, die. Eliminate. Ja, okay. Die komplett unterm Radar geflogen ist. Egal bei wem. Jahrelang. Blockt den 4-4er oder den Change? Den 4-4er, aber jetzt, das ist halt schon. Das so viel Removal. Sieht man wahrscheinlich sogar ein Land. Ja. Go. Ja, macht man noch einen 4-4er. Boah, ist das widerlich. Gehen die Karten aus? 2 Stück. Ja. No. Oh, das ist auch mal wieder, das ist auch schon wieder so ein Start. Du hast totale Shenanigans Hand gehalten. Als Ninja-Spieler. Aber Retrofitter. Und Topdecks Retrofitter. Ja, das ist echt krass. Ich muss halt sagen, es ist ein bisschen schade, das WW-Pal so in dieser Situation zu sehen, weil das kann sehr, sehr viel. Ist da ein Meltdown? Das ist ein Red Elemental Blast, leider. Ist das ein Red Elemental Blast? Ja. Ein Pyroblast, also ein Pyroknall. Ich hätte jetzt eiskalt gedacht, das wäre ein Meltdown. Nee, es war ein Pyroknall. Das bringt halt aktuell nicht so viel, wenn man halt die Artefakt-Schiene schießt. Ja, gar nichts, ne? Da ist auch Feuer und ja, Tatsache. Und 2-0 für Ubin India. Das ist nicht das, wie ich das erwartet habe in dem Match. Dementsprechend sehr, sehr interessantes. Ne, hätte ich auch nicht erwartet. Ja, gut. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.